Mittlerweile habt ihr auf der Seeadler angeheuert und eure Differenzen beigelegt. Resovik Sturmtaucher hat eure Gemüter stark erhitzt, doch ein klärendes Gespräch mit ihm hat euch Gewissheit gebracht, dass man euch nie etwas Böses wollte. Die Fahrt von Kunchum aus hat euch bisher gen Elburum geführt. Seit 5 Tagen befindet ihr euch mittlerweile an Bord und habt die ersten 600 Meilen hinter euch gebracht. Die Stunden fliegen dahin, immer wieder könnt ihr euch mit der Mannschaft unterhalten und eure Heldengeschichten erzählen, werdet weiter eingewiesen von Wachoffizieren, dem ersten Mat oder anderen Matrosen. Nun jedoch wird die Verderbnis der Herzogin immer deutlicher. Das Wasser unter euch fault, sie speit euch die Verhöhnung hinterher und ihr fühlt ein riesiges Auge euch beobachten. Sie hat sogar eines ihrer Trophäen wiederhergegeben, die Galeonsfigur des ersten großen Kriegsschiffes, was sie versenkt hat. Nun tritt Sarnin mit schweren Schritten an Bord und übernimmt selbst das Steuer. Die horasische Handelsmarine hat in der Vorbeifahrt von einem Konvoi berichtet, auf den ihr nun direkt zusegelt. Wir schreiben den 22. Ingrim 1030 nach Bosparans Fall. Hey, ihr Helden, kommt mal her. Bilbo Körnplatz tritt an euch heran und versammelt euch dann auf dem Achterdeck. Nun, was ist? Also, wie ihr euch schon denken könnt, rot-schwarzer Segel, Fürst Komtorei. Von ihnen geht keine Gefahr aus. Und mir wäre wohl dabei, wenn ihr nicht gesehen werdet. Ich möchte nicht, dass Hafax erfährt, dass ihr mit an Bord der Seeadler seid. Ich muss gestehen, mir behagt der Gedanke nicht unbedingt. Habe ich mir fast gedacht. Bin mir sicher, unsere Gemüt ließe sich beruhigen, wenn ihr uns erzählt, was genau hier nun eigentlich vor sich geht. Und offensichtlich habt ihr nicht vor, es mit ihnen auszufechten. Nein. Berichten wir euch danach in der Offiziersbesprechung. Vertraut uns einfach, ja? Na gut. Geht am besten mit Fusakel ins Ankersbill oder so. Lasst euch die Kanonen zeigen. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr nicht oben an Deck steht und von ihnen gesehen werdet, denn allein die Erscheinung von Rafim, von seinem Eisbären, all das, wenn die Spione erfahren, was ist Spione, wenn die Kundschafter davon erfahren, dass ihr an Bord seid, dann wird Hafax davon erfahren. Und das wollen wir nicht. Ihr habt vermutlich recht, es ist wohl fürs Bessere. Und wenn die Sache schief geht, können wir immer noch aus dem Ankerspiel springen. Ja, wie gesagt, es besteht keine Gefahr. Gut. Aber natürlich. Halten wir uns an Fusakel. Tu das. Und komm, Rafim, und pass auf, dass der Bär nicht entwischt, ja? Oh, Mira benimmt sich besser als du. Also was ist das denn für eine Unterstellung? Ja, ich kommentiere das gar nicht. Ich könnte sehen, wie Fusakel wohl schon im Magazin steht, die Tür offen, und wenn ihr dann auf ihn zutretet, stiert er euch schon sehr finster an. Greif in den Mund! Fusakel? Was hast du damit zu tun? Bin ich! Komm rein! Beeile mich dann, vermute ich den anderen voraus. Ich war gerade eben schon losgegangen. Ja, wenn du herantrittst, kannst du sehen, wie eine neue Rotze im Magazin steht. Ja, überall eine ganze Menge an Munitionskisten, Bolzen, Speere, Kugeln, Krähenfüße. Du erinnerst dich auch noch an die Einschüsse der Dornen von den ekelhaften Schneckenwesen, die dich hier beim allerersten Mal aufgespießt haben. Und du betrachtest die Rotze und kannst wohl erkennen, wie eine Fahne daraus hervorlugt. Was steht drauf? Peng, gezeichnet, Jalan. Ich glaube im Allgemeinen, Fusakel, muss was man Rotze... Was ist das für eine Rotze? Schauen wir mal hier, Jungfrau von Järgan. Die fehlt seit 3 Jahren! Sie scheint die genau neu zu sein. Die fehlt seit 3 Jahren! Was ist das für eine Flagge? Fusakel, sieh mich an. Wäre ich ernsthaft in der Lage gewesen, diese Rotze aus meiner Tasche in dein Ankerspiel zu schmuggeln? Warum steht da gezeichnet Jalan drauf? Es ist nicht meine Handschrift! Und das ist auch nicht seine Art von Humor. Wessen Humor ist das sonst? Sulamin zuckt die Achseln. Sehe ich aus wie ein scheiß Klabauter, Mann! Nein. Währenddessen
dreht er sich wieder um zu Rafim, der gerade mit Mira in das Magazin tritt. Was ist das für ein Eisbär? Was macht der im Magazin? Also, ich stelle euch vor. Darf ich vorstellen, das wunderbare Wesen links von mir. Mira. Mira. Schreiender Zwerg. Scheiße! Ich würde mich mal in Richtung Wand wenden und sprechen. Herr Kork, könnte ich jetzt einmal mit dem Jungen sprechen? Ja, währenddessen stapft Fusakel an euch heraus mit einem hochroten Kopf und schreit dann zu den Matrosen, die irgendwo ober euch in den Wanden hängen. Ich will, dass das Fußpferd unter der Tobra hängt! Das ist eine tödliche Falle! Ja, und läuft dann rum, Fusakel. Ich hab ihn ja fast vermisst. Er scheint Aggressionsbewältigungsprobleme zu haben. Und ich meine, überleg mal, du wärst ein Zwerg und jeden Tag auf See. Das wäre für dein Gemüt, glaube ich, auch nicht besser. Vor allem, wenn du mir nicht hier nicht zu Schrotzen auftauchen. Und er hat sich eine neue gewünscht. Ich weiß gar nicht, warum er sich jetzt so aufregt. Besser als erscheinen Rotzen, als es verschwinden welche. Haben wir darauf Einfluss? Ich glaube, wenn er hier unter Achtern mal nachsieht, wird er feststellen, dass ihm da einer fehlt. Wollt ihr ihm das sagen? Nein. Das ist eine Erkenntnis, zu der kann er selbst kommen. Ja, dann zuck mir den Schultern. Kommt einmal her. Ja. Ich denke, wir sollten uns ein wenig magisch tarnen, dass wir nicht von seinen Speeren noch unter Deck entdeckt werden. Stellt euch mal hier ran, dann mache ich das schon mal. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Isarun bereitet einen Zauber der Schleier der Unwissenheit vor. Ich lasse mir dabei Zeit. Alles klar. Und dann auf uns drei Zauberer. Was glaubt ihr, wollen sie von den Hafaias? Sie werden wohl kaum den Feind stärken wollen. Vielleicht bauschen sie Informationen aus, weil sie selbst welche benötigen? Ich nehme wohl eher an, dass sie irgendeine Art von Handel betreiben. Aber was haben sie, was Hafaias wollen könnte? Was Leute wollen könnten? Ich könnte mir Folgendes ganz gut vorstellen. Hafax ist ja jetzt auch nicht der größte Nutznießer dieser blutigen See. Auch ihm macht das ja nur in gewissermaßen zu schaffen, wenn auch nicht so schlimm wie uns. Aber es wäre für ihn genauso wie für uns besser, wenn die blutige See irgendwie ja nicht wäre. Möglicherweise hat es etwas damit zu tun. Nun, nicht mal praktischer gedacht, führt er gerade Krieg gegen Xeran und Xerans größte Einnahmequelle sind seine Piraten, wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Und er minimiert ein Risiko. Er hat den Admiral nicht im Rücken, wenn er mit ihm verbündet ist. Und man wird es uns hinterher erklären. Es hat vermutlich wenig Sinn, jetzt noch herumzumutmaßen. Hoffen wir nur, dass die ganze Sache nicht rückwärts geht. Währenddessen kann Rafim an den verschiedenen Kisten klopfen, sein Ohr gegenlehnen und immer mal wieder nach Lido Kork rufen. Und nach dem dritten Mal öffnet sich eine Klappe, eine kleine Holztruhe und Lido Kork schaut davor. Ja moin, Rafim, was kann ich für dich tun? Wir sollen uns verstecken. Deswegen hat Rafim nach dir gerufen. Ja, wollt ihr reinkommen? Ja. Richtig, richtig, wir müssen auf den Jungen aufpassen. Ja, kommt rein, kommt rein. Ja, ich würde mal in das Fass einsteigen und Mira mir hinterherrufen. Mira, Schatz, komm in das Fass. Das passt schon. Ja, Mira kennt die ganze Prozedur schon. Und so könnt ihr, wenn denn gewollt, nach und nach einsteigen, gemeinsam mit Mira. Die anderen können natürlich auch im Magazin stehen bleiben, wie auch immer ihr mögt. Derweil kann Rafim gemeinsam mit Zulamin dann bei Lido Kork in einer großen Kapitänskajüte auftauchen. Allesamt ist ausgekleidet mit Teppichen, viele Weinflaschen, die ihr dann erkennen könnt aus verschiedenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und ja, wie immer sitzt Lido Kork auf seinem großen Kapitänstuhl, vor sich eine Balustrine, aus der noch eine rauchende, eine rauchende Peng-Flagge herauskommt und er schaut euch an. Wo bekommst du all diese Fähnchen eigentlich her? Ich meine, hast du eine Sammlung voll mit ihnen in der richtigen Größe? In allen Farben und Formen, jawohl! Ha. Ja, das ist gute Vorbereitung. Ich glaube, das ist eins der großen Mysterien
deiner Magie, nicht wahr? Ja, wir können ja alles. Freizauberer und so. Alles Magie. Ja, derweil kommt dann wohl auch durch eine der vielen Türen der Hochgeweihte der Pereine heran. Hey, Rafim, schön, dass du da bist. Ich kann jetzt mittlerweile den Wuchtschlag. Ja, sehr gut, sehr gut. Der ist wichtig. Ich zeig dir nachher noch den Schwinger. Ja, wir haben da so viele Strohpuppen und da kann man so schön dran üben. Ja, also, ich finde das eigentlich sehr beispielhaft, was Herr Kork hier macht. Sowas bräuchten wir eigentlich überall. Mr. Kork, Entschuldigung. Das sagt mir wenig, ehrlich gesagt. Ein Problem. Sag dir wenigstens was. Bei mir zu Hause hatten wir für den Stall auch immer einen Mister. Das verstehe ich nicht. Das ist ein anderer Mister. Aureliani ist Sprache der Güldenländer. Myra nur. Okay. Ja, gut, das ist was mir was sagt. Ja, ich wollte nur auf den Jungen aufpassen, solange Afraks Schiffe in der Nähe sind. Vernünftig. Können Sie uns hier unten entdecken? Nee. Was heißt denn hier unten? Wir sind nicht mal auf Aventurien. Was? Nee. Ah. Nein, Mann. Ich. Ist das so wie mit dieser, ist das so wie mit dieser kleinen Fee und der, Gott, wie ist das Schiff noch gleich? Das ist wie mit der Besenkammer und der Gesindegeweihten. Ja, eine Minderglobule. Interessant. Na, nicht minder. Oberglobule. Natürlich Oberglobule. Afranfass, so hieß sie. Globuligste aller Globulen, würde ich fast sagen. Safranfass? Ja. Ach, die Fee. Ja, ich erinnere mich. Das ist eine Ladifari, ne? Wie nun bitte? Ich glaube, da kennt ihr euch besser aus als wir. Ja, ich erinnere mich. Das ist eine alte Freundin von mir. Schon ein paar Jahrhunderte her. Die hat auch eine, Kajüte, die irgendwie in dem Wrack war, aber auch nicht wirklich in dem Wrack. Wollt ihr sie besuchen? Auf der Insel, meine ich? Soweit ich weiß, laufen wir diese Insel an. Habt ihr das Schiff nicht befreit? Ja. Ja, dann ist sie wohl noch nicht da. Soweit ich mich erinnere, ist sie doch in dem Baum, nicht wahr? Nee, ihr denkt an Piranha, aber mir. Ja, ganz andere Persönlichkeit. Stimmt, ihr habt recht. Von der weiß ich nichts. Ich denke nicht, dass sie dir gefallen würde. Vielleicht sollten wir ihn das selber überlassen. Und ich denke auch nicht, dass Mr. Kork jemals dieses Schiff verlässt. Das glaube ich auch nicht. Ist immerhin mein Schiff. Und hat da nichts damit zu tun, dass ich nicht runter kann, sondern eher, dass ich da nicht runter will. Und da die gute Piraniane, Rainer hab sie selig, niemals ihren Baum verlässt. Könnt ihr mir noch einmal die Geschichte von Piraniane erzählen? Also, ich habe natürlich einige Gerüchte gehört, aber ihr wart immerhin dabei und habt ganz lange auf der Gezeitenspinne gekämpft, oder? Und wenn du sie unbedingt hören willst, bin ich mir sicher, wir können sie dir erzählen. Wo fangen wir am besten an? Begab sich alles an einem kalten Tag in Festum. Ja, dann erzähle ich ihm vermutlich relativ ausladend mit allem Seemannsgarn die Geschichte. Wir haben ja Zeit. Ja, wie ihr damals in Kunchum einen Auftrag bekamt, ein Schwert zu bergen, bis ihr dann nach Valusa übergesetzt seid, von Valusa aus das Horn geblasen wurde und ihr dann die Gezeitenspinne entern wolltet, die allerdings wieder zu ihrem Unleben erwachte und euch mit nach draußen trug. Eine lange Geschichte, die viele Organe beinhaltet, das Ableben vieler Menschen, vieler guter Menschen, die Eroberung von einigen Häfen, bis sie dann vernichtet wurden, das nach einer großen, finalen Schlacht an der großen Grube von Rulat.
Derweil die Zeit draußen vergeht und Isaron ist draußen stehen geblieben, konnte dann noch durch das ein oder andere Loch im Magazin sehen, wie das Schiff näher und näher gekommen ist, während ihre anderen Kameraden wohl mit nach unten in die Globule gestiegen sind von Lidocroc. Du derweil verborgen unter dem Schleier der Unwissenheit konntest dann das Treiben der Matrosen begutachten und letztendlich dann eben auch das Eintreffen der Schiffe. Die Schiffe sind in Rufweite. Die Zedracke Jaganer Blut hat die Segel gerefft. Die beiden anderen Schiffe dümpeln auf unruhiger See in einiger Entfernung ebenfalls herum. Von der Zedracke wird ein Ruderboot mit drei Seeleuten Besatzung heruntergelassen. Ein Bote kommt herüber. Man wirft eine Strickleiter aus und lässt ihn an Bord. Die Offiziere erwarten ihn bereits und salutieren kurz, ganz als ob die Seeadler von Beilung noch in Diensten der kaiserlichen Flotte wäre. Der Bote gibt Kapitän Sarnin ein Pergamentbehältnis und letzterer verschwindet in einer Katigüte zum Lesen. Es ist ein ungewohntes Gefühl, einen Diener der Heptarchen so nah vor Augen zu haben, ohne dass ihr mit gezogenen Waffen aufeinander einstürmt. Der Bote ist in ein rotes Wams gekleidet, offenbar eine Uniform. Er zählt vielleicht 25 Sommer, ist sicherlich thulamitischer Abstammung und sein Gesicht ziert eine Narbe von der Wange bis zum Ohransatz. Ohne Augenkontakt mit den hier versammelten Besatzungsmitgliedern zu suchen oder gar mit ihnen zu sprechen, wartet der Bote auf eine Antwort Sarnins. Auch von Seiten der Matrosen ist es mit der Freundlichkeit nicht allzu weit her. Euch wird schnell klar, dass man sich hier nur toleriert, aber nicht mag. Sarnins Rückkehr beendet die bedrückende Stille an Deck. Er übergibt dem Boten den ledernen Schutzbehälter für die Pergamentrolle und befiehlt: Bring dies zu Hafax. Der Bote knallt die Hacken zusammen und macht kehrt. Sein Aufenthalt ist hiermit beendet. Isaron, du stehst alleine im Magazin und es kehrt wieder Ruhe und Stille ein. Ja, solange sie nicht geholt wird, wird sich Isaron erstmal nicht vom Fleck bewegen. Die Schiffe von Hafax sind ja immer noch in Sichtreichweite. Außerdem muss ja hier irgendwer warten, bis die anderen wiederkommen. Sie wird deshalb nur beobachten, vielleicht auch mal ein bisschen horchen, ob sie irgendwelche Gesprächsfetzen noch aufschnappen kann und ansonsten darauf warten, dass die Helden zur Offiziersbesprechung gerufen werden. Ja, du kannst wohl hören, wie sich gerade drei Matrosen vor dem Magazin unterhalten und sie wohl darüber diskutieren, dass ihnen das selbst nicht ganz geheuer ist. Der Kapitän ist ein ehemals uralter Freund von Hafax, aber sie kann es trotzdem nicht verstehen, dass er ihm trotzdem immer noch die Treue hält oder mit ihm verhandelt, mit ihm Informationen austauscht, was ihn wohl selbst sehr sauer aufstößt. Und sie wissen nicht genau, was das mit diesen Bluttemplern soll, mit diesen ganz generell Hafayas, wie sie da von Jägern kommen, von Gipflack, wie sie jetzt eben auch Tobrien wieder erobern und überall Krieg verbreiten. Ja, das wiederum versteht Isaron auch nicht so ganz, aber es ist ja nicht so, dass Sarnin viele Verbündete hätte. Irgendwo ist er vielleicht ganz froh, dass er sich nicht auch noch mit den Leuten von Hafax duellieren muss. Und wir sind echt nicht diejenigen, die darüber richten sollten, ob jemand dies mit Hafax macht oder so. Ja, währenddessen, nach ungefähr 10 Minuten, sind die Schiffe wieder voneinander entfernt. Man hat also wieder Segel gesetzt und Wilbur Kornplötz tritt dann wieder in das Magazin heran, öffnet die Tür, neben ihm steht Fusakel. Also gut, Offiziersbesprechung. Der Kapitän würde die Informationen gerne mit euch teilen. Ja, selbstverständlich. Gebt mir einen Moment, ich hol die anderen. Er kneift die Augen zusammen und wundert sich. Wo sind sie denn? Unter Deck. Sie sind noch ein bisschen... Also sie machen nichts kaputt, keine Sorge. Zeitansatz 2 Minuten. Los geht's. Jawohl. Ja, damit dreht er sich um und kannst dann auch wohl sehen, wie auf dem anderen, auf der anderen Seite des Decks dann wohl auch Resavik in Richtung der Offizierskajüte geht. Prismagena, die Magier. Ja, Isaron macht dann schnell die Tür zu, hämmert dreimal auf die Planken und zischt: Lidocroc, Lidocroc, Lidocroc.
Ja, moin! Moin. Könntest du die anderen bitte raufschicken? Wir werden benötigt. Okay, mache ich. Danke dir. Ja, währenddessen könnt ihr wohl sehen, während ihr euch gerade mit dem jungen Pereinegeweihten unterhaltet, wie er wohl in ein, was ist das, eine Dose? Er hört da wohl kurz rein, Lido Kork, ruft dann wohl selber was rein, hört dann wieder zu und legt dann die Dose wieder hin. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ein was? Ein Anruf. Ja, eine Anrufung? Genau. Ah. Iserun ist oben und hat gesagt, ihr sollt hochkommen. Aber wir sind doch gerade erst hier reingekommen. Richtig. Aber die Zeit vergeht hier anders. Das ist eine Oberklobude. Könnt ihr eigentlich hören, was auf dem Schiff vor sich geht? Das ist mein Schiff, oder? Mhm. Und auf jeden Fall hört er, wo man ihn anruft. Genau. Hier. Er wirft dir die Dose zu und du siehst, wie da wohl eine Schnur mit einer anderen Dose befestigt ist. Hallo? Ja, moin. Kurios. Dosenschleifer. Hast du jetzt einen direkten Draht zu ihm? Genau. Uta Witzboy Dax. Dankeschön. Genau mein Humor. Aber dann habt ihr bestimmt mitgehört, was dieser Besucher wollte, oder? Ja, schon. Oder haben wir euch abgelenkt, Mr. Kork? Nein, ich weiß und höre alles. Hm. Aber er hat ein Pergament ihm gebracht. Na, dann gehen wir wohl besser nach oben und hören, was auf dem Pergament steht. Genau. Ich würde auch sagen, wenn Isarun uns ruft, dann sollten wir. Aber, also, während wir weg sind, denk an die Übung. Ja, die Armbrust. Und fass nichts Scharfes an. Ich würde mir vorher nochmal diese Dose angucken, ob ein besonderer Draht ist oder was das für Material ist. Es ist eine Blechdose und ein ganz normaler, ja, eine Schnur. Eine Schnur aus Faden. Fadenmaterial. Interessant. Na gut, später dazu. Wo geht's raus? Da, die Tür. Ah, vielen Dank. Ja, wenn ihr die Tür benutzt, kommt ihr in eure eigenen Offizierskajüte wieder nach draußen und ihr könnt wohl erkennen, wie hier alles beim Alten ist. Ihr könnt eure eigenen Lager hier finden, die ihr in den letzten 5 Tagen dann bemannt habt und die 10 Katzen, die hier auf dem Bett von Resovic Sturmtaucher liegen. Ich würde mal meine Uhr rausholen und gucken, abschätzen, wie viel Zeit vergangen ist. Jetzt im Oberdeck etwa in der Realwelt. Sie stehen geblieben. Interessant. Du musst sie wieder noch aufziehen. Ich stecke ihn dann wieder ein und ja, mach mich auf den Weg zur Offizierskajüte von Admiral Sanin. Ja, von hier aus ist es ja nur ein kleiner Katzensprung. Ihr geht aus der einen Tür raus und nach einem kleinen Flur könnt ihr dann wieder in die Kapitänskajüte eintreten. Dort warten bereits die anderen Offiziere auf euch. Kapitän Sanin wieder hinter seinem großen, schweren Schreibtisch. Baron Wilbur Körnblitz, der wohl auch dabei ist. Resovic Sturmtaucher, Trismagena. Jadwiga von Luring steht oben und kommandiert das Schiff als Vizekapitän. Pargold ist mit dabei. Helena Fackelhand. Und so wird Sanin euch zunicken, wenn ihr das Ganze betretet. Iserun ist wohl auch schon dabei. Also gut, wir haben gerade Informationen über die Lage in Tobrien bekommen, die neuesten Einschätzungen und auch wohl einige Dinge, die uns auf See erwarten. Seid ihr soweit informiert, was in den letzten 2 Jahren passiert ist? Helft uns doch nochmal auf die Sprünge. Gut. Nach Galottas Tod existiert in Transysilien ein Zweckbündnis zwischen Arngrim von Ehrenstein, das ist der Werwolf-Lord. Zwischen Leonardo dem Mechanicus, dabei rückte einmal Abel mir, das ist der neue Heptarch, und dem Magier Balfimer von Punin. Nach dem Tod von Rassasor hat der Nekromantenrat die Führung in der Varunkai übernommen. Varung selbst ist zwar von euch eingenommen worden, aber sie haben eine eigene Bleibe mit einer 13-stufigen Pyramide, etwas weiter im Norden von dort. Sie gelten als entscheidungsschwach, aber sie existieren weiterhin. Helm Avax hat seit dem Rai-Jahr 1029 die Piratenküste am Südwall überfallen und überzieht das Land mit Krieg. Allerdings ist er nur bis zum großen Fluss gekommen, der Rest gehört ihm.
Sein Ziel ist offenbar die Eroberung von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche. Er führt Krieg vor allem gegen Xeran, scheint wohl auch in Erwägung zu ziehen, Warung zu attackieren. Hafax führt um die 2000 Soldaten in die Schlacht, Überläufer von tropischer Seite nicht mitgerechnet. Dazu können wir wenig sagen und diese Informationen bekommen wir wohl auch nicht von ihm. Die Machtstrukturen in Transysilien und in der Warung Kai sind schwach und wackelig. An der Piratenküste kochen viele ihr eigene Süppchen. Es gibt keine Allianz gegen Hafax, er nutzt dies weitlich aus. Zu dem Brief, den ich bekam. Neben den Informationen über Xerans Flotte gibt Hafax einen kurzen Bericht über die Lage, die sich neu ereignet hat. Nach eigenen Informationen von Hafax stehen seine Truppen noch an der Tobimora, in erbitterten Gefechten mit Xerans Garden. Sie sind dort einfach aufgetaucht, wahrscheinlich über Limbus-Pforten. Im Westen soll der Radraum in Sichtweite der Truppen sein. Hafax bietet in seinem Brief um Waffenhilfe gegen Xeran. Er bittet also direkt uns um Kriegshandlungen gegen die Mendenische Küste, um Xeran in die Zange zu nehmen. Also genau das, was ihr vorhabt. Wobei wir Mendena nicht überfallen werden. Macht ihr, was ihr mögt. Wir lassen euch einen Feuerhafen raus. Er beruft sich unter anderem auf die Freundschaft zwischen mir und erklärt diese Gefälligkeit als Gegenleistung. Jalan? Nun, und wenn ihr, sagen wir, unseren Einsatz euch selbst auf die Fahne schreibt, Hafax gegenüber, ist sicherlich auch noch einiges gewonnen. Ich habe mich zumindest einmal für die Informationen bedankt und habe über die Schiffsverbände an der tropischen Küste berichtet. Zudem wissen wir, dass Admiral Darion Paligans Flotte vor 3 Wochen vor Rulat gesichtet wurde, mit Kurs in Richtung Norden. Wir wissen also, dass die Plagenbringer irgendwo dort auf uns wartet. Die Zahl der Schiffe und ihre Bewaffnung, weitere Merkmale habe ich weitergegeben. Sie sind also stark, aber Darion Paligan selbst ist ein erklärter Feind von Xeran. Ich habe ihm zugesichert, zu erkunden und Xeran Schiffe zu attackieren, sofern sie in Reichweite kommen. Aber wegen wundert es mich, warum Paligan überhaupt hier ist. Die beiden sind sich doch spinnefeind. Sind sie. Wahrscheinlich weiß Paligan selbst, dass Xerans Ende gekommen ist und will sich seinen Anteil an der Piratenküste holen. Aber niemand weiß, was Paligan wirklich will. Ich habe ihm selbstverständlich nichts von euch erzählt oder von unserem prominenten Gast. Und ich habe ihm auch nicht das Ziel unserer Fahrt erleuchtet. Ich habe ihm lediglich gesagt, dass wir hier in der Nähe sind. Das ist kein Geheimnis. Wie stehen Hafax und Paligan zueinander? Sie haben sich in der Überfahrt auch bekriegt, als viele Truppen von Gipflak und von Jagern aus in Richtung Mendena nach Saldasand, nach Amaresch übersetzten, nach Sadorsk. Sie haben ihre Kriege auch miteinander geführt. Vor allem, weil die Plagenbringer unglaublich hungrig ist.